Einen schönen Sonntagmorgen euch allen. Ich bin der Callcenter Kascher. Die erste Betrügerin heute hielt sich wohl für besonders schlau, da sie mir eine KI zum Handeln auf dem Finanzmarkt anbot. Vielleicht hätten die mal lieber echte Intelligenz bei der Einrichtung ihres Mail-Servers anwenden sollen, denn trotz mehrfacher Versuche kam von denen keine Mail bei mir an. Ob die anderen Anrufer erfolgreicher waren, hört ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Martin Jürgensmann? Ja, wer ist denn da? Ich grüße sehr, nimm das an, ich am Apparat von der Finanzmarkt. Wer bitte? Das war sehr genuschelt. Wie heißen Sie bitte? Anna Wilson. Anna Wilson, okay, Frau Wilson. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben gerade Registration gemacht auf unserer Seite, deshalb rufe ich Sie an, um Ihnen zu helfen. Ja, dann erzählen Sie mal. Okay. Zuerst natürlich, haben Sie, Sie sind interessiert mit Kryptowährung, ist das richtig, ja? Nicht ausschließlich. Okay, was ist dann Ihr Interesse an dieses Bereich? Geld zu verdienen an dieses Bereich. Okay, gut. Wahrscheinlich wissen Sie auch, dass der minimale Startinvestitionskapital dieses 250 Euro ist, ja? Das hört man häufiger, ja. Genau. Ich werde das erklären, okay? Das ist einmalig, Investitionen ist es einmalig, danach werden Sie alle selber entscheiden, wie Sie es weiter wünschen. Zum Beispiel, wenn Sie nachher mehr Geld brauchen, können Sie natürlich jederzeit weitere Investitionen machen. Wenn Sie zufrieden sind mit dem investierten Betrag, was Sie verdienen, das können Sie auch so laufen lassen. Oder wenn Sie unzufrieden sind, Sie können Ihren Kontostand auszahlen lassen und Ihr Konto einfach jederzeit schließen. Genau. Und nachdem das Ihre Konto aktiviert wird, Sie erhalten auch von unserer Seite Hilfe als persönlicher Finanzexpert, mit wem Sie nachher weiterarbeiten. Ja? Und die werden weitere Schritte erklären, wie und wann Sie die Position öffnen schließen können, damit Sie noch mehr Möglichkeiten haben, mehr Geld zu verdienen. Ja. Genau. Und wir haben Zahlungsmethoden, Kreditkarte, Visa, Mastercard, Online-Banküberweisung oder PayPal. Welche Möglichkeit wollen Sie? Sagen Sie mir, und dann werde ich Sie helfen. Na, erstmal würde ich gerne wissen, welche Gewinnmöglichkeiten ich bei Ihnen überhaupt habe. Wir haben die verschiedenen Produkte, mit welchen Produkte Sie handeln können. Und das ist halt Aktien, Forex, Rohstoffen, Kryptowährung. Und damit haben Sie Möglichkeit, täglich von 5 bis 15 Euro verdienen. Ja, kommt drauf auf den Zeitpunkt, wie das die Preissteigerung wird. Also 5 bis 15 Euro. Haben Sie da auch einen Prozentsatz? Wie viel man durchschnittlich, Ihre Kunden durchschnittlich im Monat verdienen können? Schauen Sie, wenn Sie verdienen, wir verdienen auch, ja? Das war ja nicht die Frage auf meine, die Antwort auf meine Frage. Und können Sie nochmal das Frage wiederholen? Ja, den Prozentsatz, den Ihre Kunden durchschnittlich im Monat verdienen auf Ihrer Plattform. Das ist ungefähr 100% monatlich. Kommt 100% drauf auf. 100% monatlich. 100% kann man auch nicht so genau sagen. Ja? Das kommt auf den Zeitpunkt. Wie das deswegen habe ich ja nach einem Durchschnitt gefragt. Genau. Den hat ja Ihre Buchhaltung sicherlich. Von 80 bis 100%. Okay, sollten das hört sich sehr interessant an, ja. Das hört sich sehr interessant an. Gut, prima. Und Sie sagten, Kreditkarte habe ich leider nicht, Banküberweisung wäre möglich. Okay, benutzen Sie E-Mail-Adresse, ja? Ja, haben welche Adresse okay, haben Sie da von mir? Sven Scherschmidt 172. Nein. Das ist nicht meine E-Mail-Adresse. Können Sie Ihre E-Mail sagen? Ich habe sie doch gerade erst eingetragen. Dann sind Sie irgendwie in der falschen Zeile. Dann wollen Sie sicherlich mich gar nicht anrufen. Ja, einen Moment. Dann tut mir leid, das war die Martin Jürgensmann, ja. Richtig. Tut mir leid, Mailbox. Genau. Org.
Genau, okay, dann werden Sie unter dieser E-Mail das Bankdaten bekommen, okay, wo Sie das Ja, Überweisung genau. tätigen können. Ja, Nur. genau. Ich bleib dran. Ich möchte ja sehen, ob die E-Mail auch ankommt. Und in Okay, der einen Moment. Zwischenzeit, Sie können das ja schicken, dann können Sie mir sicherlich noch ein paar Fragen beantworten. Einen Moment, bitte. Ja. Eine Frage natürlich, wenige Fragen. Wo haben Sie unsere Seite gefunden? Im Internet. Im Internet. Und wo? Ja, im Internet, irgendwo im Internet. Ich habe nach Investitionsmöglichkeiten gesucht und habe dann irgendwo diese Firma gefunden. Okay. Ich habe das gefragt wegen, vielleicht gibt es jemand von Ihrer Freundschaft, dass sie bei uns handelt, und deswegen habe ich nachgefragt, ob Sie von Nee. Freunden da sind. Ich habe nur nach Investitionsmöglichkeiten gesucht. Für mich und meine Firma. Können Sie Ihre E-Mail überprüfen, ob Sie was bekommen haben? Ja, überprüfe ich, log mich ein. Nee, ist nichts da. Auch nicht im Spam-Ordner? Nein, auch nicht im Spam-Ordner. Okay, warten Sie einen Moment. Ja. Ich versuche das nochmal zu senden, okay? Das ist gut. Jetzt können Sie nochmal überprüfen. Ja. Nee, ist immer noch nichts da. Haben Sie Okay, Probleme das ist mit aber Ihrem komisch. E-Mail-Server? Nein, Ja, offensichtlich schon. normalerweise nicht. Offensichtlich Bis jetzt habe schon. ich kein Problem gehabt. Ja, aber Einen jetzt haben Sie Moment. offensichtlich ein Problem. Okay, warten Sie einen Moment bitte. Ich werde versuchen, von meinem Kollegen das zu senden, okay? Ja. Okay, einen Moment bitte. Okay, können Sie jetzt überprüfen, ob Sie was bekommen? Ja. Nein, immer noch nichts da. Da haben Sie wohl doch Okay, ein einen Moment Problem bitte. mit Ihrem E-Mail-Server. Vielleicht haben Sie selber das Problem, dass Sie Nein, so spät bekommen. nein, ich Okay. habe kein Problem, weil ich kriege ja andere E-Mails. Nur Ihre E-Mail kommt nicht an. Okay. Okay, folgendes einen Moment bitte. Machen wir so. Ich werde kurz dann weiterleiten und mein Mitarbeiter wird noch bei Ihnen melden. Okay, vielleicht bekommen Sie von den E-Mail. Ja, sonst Einen Moment bitte, vielleicht bekommen Sie das. geben Sie mir doch mal E-Mail, Ihre E-Mail, dann schreibe ich Ihnen. Okay, können Sie auch machen. Das ist A. Ja, Wilson. Augenblick, Augenblick. Da muss ich mal eben verfassen. So. Geht sofort los. So. So, A. Hallo. 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 Ich glaube, nicht nur Ihre E-Mail ist kaputt, sondern auch Ihr Telefon. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Sandra Grimm spricht am Apparat. Spreche ich mit der Jugendmann? Ja, das ist richtig. Sehr gut. Ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin. Sie hat mit meiner Kollegin Frau Wilson gesprochen. Die Verbindung war weg leider und ja, jetzt habe ich Ihr Portfolio bekommen. Ja, haben Sie Zeit? Ja, ich habe ein bisschen Zeit. Okay. Sie wollten Ihre Handelskonto auf ki-trade.com aktivieren. Ja? Ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin und es ist meine Arbeit, Ihnen dabei zu helfen für weitere Aktivierungen. Okay? Ja. Okay.
Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon die Seite gesehen? Sind Sie, also haben Sie Ihre eigenen Anmeldedaten, richtig? Wie, was? Ich hab nur die Anmeldung gemacht da, die Registrierung da. Ja. Mehr habe ich noch Ja, genau. nicht. Alles klar. Meine ich, Ihre Benutzername und Kennwort haben Sie schon eingerichtet oder noch nicht? Nein. Nein, alles klar. Dann bitte, mit welchem Rechner arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Ist das ein Computer, Laptop oder mit dem Handy? Das ist mein Rechner. Rechner. Okay, dann jetzt unter Ihrer E-Mail-Adresse sende ich hier neue E-Mail. Im Betreff schreibe ich Anweisungen und dann werde ich Ihnen dabei helfen. So. Bitte gehen Sie bitte zu Ihrem Posteingang und geben Sie mir bitte nur ein paar Minuten. Ich werde für Sie eine E-Mail vorbereiten. Ja? Ja, gut. Ja, bitte. Moment. Einmaliges Kennwort einrichte ich für Sie. Und ja, diese Kennwort werden Sie selber von Ihrer Seite ändern. Für Ihre Sicherheit natürlich. Ja? Natürlich. So. E-Mail von meiner Seite ist schon raus. Schauen Sie bitte in Ihrem Posteingang oder auf den Spam-Ordner. Vielleicht ist nicht Spam gegangen. Aber ja, nein, Sie haben schon meine E-Mail, deswegen es kommt direkt in Ihrem Posteingang. Ja, aber noch ist keine E-Mail da. Das dauert vielleicht. Aktualisieren Sie bitte es und geben Sie mir bitte es Bescheid. Ja. Von s.krim muss diese E-Mail sein. Ja, Ihre Kollegin wollte mir auch eine E-Mail senden. Da kam ja auch nie was an. Aber haben Sie meine erste E-Mail bekommen? Im Die habe Betreff ich habe ich bekommen, Anmeldung richtig. geschrieben. Ja. Ja. Vielleicht Frau Anna Wilson hat irgendeine Schwierigkeiten. Das eigentlich weiß ich nicht, weil ich habe ihr Portfolio bekommen und da war dieser Name Anna Wilson geschrieben. Ja, das kenne ich, dass diese Person mit Ihnen gesprochen hat. Ja. Aber ich rufe Sie jetzt an und ich werde Ihnen dabei helfen. Ja. Versuchen Sie bitte Ihren Posteingang nochmal überprüfen und wenn Sie da meine zweite E-Mail sehen können mit Anweisung, geben Sie mir bitte das Bescheid. Das dauert normalerweise ein paar Minuten, ja? Ja, gut. Also bis jetzt ist noch nichts da. Zwischenzeitlich, ich werde Ihnen alles erklären, wie das Ja, alles funktioniert, dann wenn erklären Sie Sie mir mal. erlauben. Ja, bitte. KI-Trades.com arbeitet an der Börse mit vollautomatisierter Software. Vielleicht das haben Sie schon über diese KI-Software gehört, ja? Ja, die ist momentan in aller Roboter-Software. Munde, ja. Diese Roboter-Software macht Spekulationen selber, kauft und verkauft eigenständig und von Ihrer Seite, das braucht gar nichts zu tun. Und von unserer Seite haben Sie auch professionelle Hilfe, natürlich, wenn Sie es möchten. Von unserer Seite haben Sie Dienstleistung von persönlicher Finanzexperten. Das kostet für Sie gar nichts natürlich. Unser Ziel und unser Interesse ist es, dass Sie an der Börse maximale Profit bekommen. Maximale Profit auszahlen lassen Sie und in diesem Fall 1,5% bleibt bei uns, wenn Sie Ihre Profit zurück auszahlen lassen. Für Sie handelt Roboter-Software und für Sie handelt auch persönlicher Finanzexperte. Ja? Wenn es alles für Sie okay ist, wenn es alles für Sie optimal ist, dann werde ich Ihnen dabei helfen für die erste Einzahlung. Ja? Mindestbetrag, womit Sie Ihre Handelskonto aktivieren können, ist 250 Euro. Und ja, diese Transaktion läuft auch von Ihrer Seite. Wann wir diese Handelskonto zusammen einrichten, dann werde ich erste Termine mit Ihrem persönlichen Finanzexpert vereinbaren. Dieser persönliche Finanzexpert wird für Sie VIP-Signalen haben, also Was diese für Person ein Signale? Signalen von Börse. Aha. Von welcher Börse? Also das ist unterschiedlich, ja. Diese Person weiß es eigentlich, arbeitet an der Börse und Ja weiß es gut, die genau Börse ist ja in. weltweit an verschiedenen Städten. Deswegen habe ich Ja, nachgefragt, zum von Beispiel welcher Börse? von Frankfurter Börse, von Londoner Börse oder sowas. Ja, eigentlich das kenne ich nicht genau. Ach, das kennen Sie Diese gar nicht. persönliche. Das weiß ich nicht. Also es sind verschiedene Börsen, wo unsere Finanzexperten arbeitet. Ja, deswegen hatte ich ja nachgefragt, von welcher Börse. Zum Beispiel von der Frankfurter Börse, zum Beispiel von Londoner Okay. Börse oder sowas. Jawohl. Ja. Überprüfen Sie bitte, ob Sie meine Nachricht bekommen haben. Nein. Nein, haben Sie es noch nicht bekommen. Nein. Okay. Dann ist es okay für Sie, wenn Sie mir es zurückschreiben, Herr Jürgensmann, wenn Sie meine E-Mail sehen können. Ja, es dauert aber schon sehr lange, ne? Die andere E-Mail habe ich ja nun auch bekommen. Warum dauert das Ja, jetzt ich so habe lange? Ihnen.
Das weiß ich nicht. Ich habe Ihnen zweite E-Mail geschickt. Ja, das dauert aber fürs Internet sehr, sehr lange. Wo haben sitzen Sie? Von wo aus senden Sie denn die Ihrem E-Mail? Ich kontaktiere Sie von Österreich. Von Österreich? Ja. Ja, ich frage mich gerade, aber die Telefonnummer, die ich sehe, ist nicht von Österreich. Ich habe nämlich Verwandtschaft in Österreich. Es ist Verteiler. Bitte, was? Sie müssen mich bitte nicht unterbrechen, wenn ich etwas sage. Das ist sehr unhöflich. Also, Ihre Rufnummer ist nicht von Österreich. Woher ist Ihre Rufnummer? Das sehe ich nicht. Es ist Verteileranruf. Ja, Sie müssen doch... Verteiler selber wählt. Und Sie sitzen wo in Österreich? In Wien. In Wien. Ah ja, okay. Und haben Sie da die Adresse für mich? Das werden Sie alles von unserer Seite, von ja. Ihrem persönlichen Finanzexpert bekommen. Als E-Mail. Alle Unterlagen bekommen Sie. Na ja, gut, aber bis jetzt ist immer noch keine E-Mail da. Also ihr... Leider, das weiß ich nicht warum, weil Sie haben meine erste E-Mail gesehen. Ja, eben. Es ist auch mein Interesse, dass Sie schnellstmöglich diese E-Mail, zweite E-Mail. Ja, aber normalerweise ist E-Mail in Sekunden da. Also das wundert mich sehr. Vielleicht haben Sie schlechte Internet. Nee, ich habe sehr starkes Internet. Ich glaube, Sie haben ein schlechtes Internet. Kann das sein? Das weiß ich nicht, weil Sie haben schon erste E-Mail von mir. Ja, aber jetzt kommt keine E-Mail rein. Und die E-Mail der Kollegin kam ja auch nicht rein. Liegt also bei Ihnen. Soweit ich weiß, Frau Anna Wilson hat auch Ihnen angerufen, aber leider waren Sie nicht telefonisch erreichbar. Ich war die ganze Zeit telefonisch erreichbar. Ich habe das auch versucht, aber leider haben Sie mir nichts beantwortet. Also, dann haben Sie auch ein Problem mit Ihrer Telefonanlage. Ich sitze hier im Büro. Ja, vielleicht. Dann schreiben Sie mir bitte, wenn Sie meine E-Mail finden. Ja, und ich melde mich nochmal gleich bei Ihnen. Okay? Na gut. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Dann, bis nicht hier. Bis dann. Tschüss. Das war's jedenfalls mit diesen komischen Betrügerinnen, denn bis heute hat mich keine E-Mail dieser Firma erreicht. Also kommen wir nun zum nächsten Betrüger. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Freimuth. Ich bin Eva Kane von Crypto Investmarkt. Sie sind vor ein paar Tagen bei uns Anmeldung gemacht. Bis was? Mediate Aspekt. Sie sind bei uns Anmeldung gemacht, vor ein paar Tagen. Immediate Aspekt. Ja, und was wollen Sie? Sie haben bei uns ein aktives Handelskonto. Ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin und ich kann gerne dabei helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja, dann machen Sie mal. Herr Freimuth, zuerst sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder das ist alles ganz neu für Sie? Im Aktivieren? Im Aktivieren von was? Ja, allgemein, ja. Ich habe mein Auto aktiviert. Gehandelt oder? Ach so, das fragen Sie. Haben Sie gehandelt oder? Ja, ich habe vor vielen Jahren mal Telekom-Aktien gekauft, aber nicht gehandelt. Ah ja, alles klar. Okay, na, Herr Freimuth, Sie bekommen Anruf von Experten und diese Menschen erkläre Ihnen, wie Sie handeln, Positionen öffnen und natürlich Geld verdienen können. Herr Freimuth, ich zeige Ihnen unsere Handelsplattform, wo steht Ihr Konto und wo bekommen Ihre investierte Summe, okay? Ja, dann zeigen Sie mal. Okay, ich sende Ihnen per E-Mail den Link und Sie können bei uns online gehen. Können Sie das nicht buchstabieren, Ihren Link zu Ihrer Webseite? Alles klar, okay. Ja? Ja, da buchstabieren Sie mal. C wie Cäsar oder Computer. Ja. R wie Richard. Ja. I wie Ida. Ja. P wie Paul. Ja. T wie Theodor. Ja. O wie Otto. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordfall. Ja.
Farbe Vater oder Vogel? Ja. S wie Sarah, wie Emil, Entschuldigung. Ja. S wie Sarah. Ja. T wie Theodor. Ja. M wie Martha. Ja. A wie Anton. Ja. R wie Richard. Ja. K wie Kaufmann. Ja. T wie Theodor. Ja. .com. .com. Cäsar, Otto, Martha. Ja, wird nicht gefunden, die Webseite. Genau, wird nicht gefunden. Der Link funktioniert nicht, den Sie buchstabiert haben. Und Sie können bei uns online gehen. Nein, Sie brauchen Ihre E-Mail-Adresse. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Ah ja, nochmals bitte. Ach, haben Sie also nicht verstanden. Ich habe diese Webseite versucht aufzurufen. Diese Webseite gibt es nicht. Ah ja, alles klar. Okay, okay, okay. So, nun? Hallo? Ja, wenn Sie unsere Webseite finden. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht und versteht? Ich habe Ihnen gerade gesagt, ich habe versucht, Ihre Webseite aufzurufen, die Sie buchstabiert haben. Es gibt keine Webseite, die mit solchen Buchstaben. Die Seite wurde im Internet nicht gefunden. Ich buchstabiere nochmal. Cäsar, Richard, Ida, Paula, Theodor, Otto, Ida, Nordpol, Viktor, Emil, Siegfried, Theodor, Martha, Anton, Richard, ja. Konrad, Theodor.com. Und die genau. gibt es nicht. Die Seite gibt es nicht. Okay, ich sende Ihnen per E-Mail. Ja, gut, dann senden Sie per E-Mail. Okay. Okay, Sekunde bitte. Das muss dann sicherlich eine andere Webseite sein, weil diese Webseite wird im Internet nicht gefunden. Die gibt es nicht. Sekunde bitte. Weil wir keinen Fehler machen, ich sende Ihnen per E-Mail. Ja. Ich habe schon gesendet. Ja, dann gucke ich mal. Bitte? Noch nichts da, keine E-Mail da. Oh. Kontrollieren Sie bitte Spam-Ordner oder Junk. Ah, jetzt habe ich den Fehler gefunden. Jetzt habe ich den Fehler gefunden. Super. Öffnen Sie bitte. Sie haben, hallo, ja. da, hallo, hallo. Ich sage Ihnen, was Sie falsch gemacht ja. haben. Sie haben buchstabiert Cäsar Richard Ida. Und es wird gebuchstabiert Cäsar Richard Y. Sie haben es, Ida. Nein, Y. Ah ja, jawohl. Ja, ja Sie haben den Fehler, Sie haben es falsch buchstabiert. Ja, ja, ja. Ja, ja, Entschuldigung. Ja. So. Jetzt gebe ich das nochmal ein. Bitte. So, nochmal. So, jetzt habe ich Ihre Webseite gefunden. Ah ja, super. Sie, womit arbeiten Sie bitte? Können Sie nicht so gut können Sie bitte nicht so gut buchstabieren, wenn Sie so einen Fehler machen? Bitte? Sie sind wahrscheinlich der deutschen Sprache nicht mächtig. Sie haben Ida gesagt und Sie haben Y gemeint. Ja, ja. Entschuldigung bitte, ja. Sie sind der deutschen Sprache also nicht mächtig. Meine Fehler. Richtig. Ja. So. Gut, so, dann erzählen Sie mal.
Okay. Wenn ich fragen darf, womit arbeiten Sie bitte? Mit dem Handy oder mit dem Computer? Ich nutze einen Computer. Ah ja, super. Genau. Sie brauchen jetzt einloggen. Erstmal sollen Sie mir etwas über Ihre Firma erzählen. Was kann ich verdienen? Mit was kann ich handeln? Ja. Das möchte ich ja erstmal wissen. Öffnen Sie bitte. Klicken Sie bitte diesen Link. Nee, ich möchte ja, ich bin jetzt auf Ihrer Webseite, falls Sie es immer noch nicht verstanden haben. Ich sehe Ihre Webseite. Und jetzt sollen Sie bitte erzählen, was Ihre Firma mir anbietet. Ich zeige Ihnen, wo steht Ihr Konto. Ich möchte erstmal mein Konto, ich habe doch kein Konto. Ja, ja, Sie haben bei uns ein aktives Handelskonto. Ja. Sie brauchen jetzt ein Login und Sie gehen bei uns online. Ja gut, ich bin jetzt bei Ihnen online. Jetzt möchte ich, bevor ich mein Konto dann mal aktiviere, Sie sagen, es ist inaktiv. Bevor ich das aktiviere, möchte ich wenn gerne... Sie Ihr Konto, darf ja. ich bitte mal ausreden oder unterbrechen Sie Ihre Kunden immer? Okay. Bevor ich ein Konto aktiviere, okay. möchte ich gerne etwas wissen über Ihre Firma und was Sie anbieten, mit was Sie handeln, das möchte ich wissen. Wenn Sie das nicht sagen können, dann habe ich vielleicht gar kein Interesse. Also, mit was kann ich bei Ihnen handeln? Ja, Sie haben kein Interesse. Sie verstehen offensichtlich kein Deutsch, oder? Ich habe gesagt, wenn Sie mir nicht sagen können, mit was ich handeln kann, dann habe ich kein Interesse. Ja, komm, ja, bitte. Ich bin einfach Ihre Ansprechpartnerin. Ja, aber Ihre Ansprechpartnerin, die gar nicht versteht, was ich sage? Sie verstehen gar nicht, was ich sage. Und Sie sind meine... Hallo, lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Sie unterbrechen mich. Ich habe okay. Ihnen gesagt, wenn Sie mir nicht sagen können, was Ihre Firma mir bietet, dann habe ich kein Interesse. Erstmal habe ich Interesse. Also erzählen Sie mir, mit was ich handeln kann und so, was ich verdienen kann. Das möchte ich erstmal wissen, bevor ich mein Konto aktiviere. Haben Sie das verstanden? Ja. Gut, dann erzählen Sie. Okay. Heute noch? Ja. Ja, dann erzählen Sie doch. Ich glaube, Sie verstehen wirklich kein Wort Deutsch, oder? Was habe ich denn gerade gesagt? So, wenn Sie Ihr Konto aktivieren wollen, brauchen Sie erste Investitionen zu machen. So, und bei uns minimale Startkapital ist 250 Euro. Ja, aber ich möchte erstmal wissen, mit was ich handeln kann bei Ihrer Firma und so weiter. Mit was kann ich bei Ihrer Firma handeln? Nach unserem Gespräch, Sie bekommen Anruf von Experten und diese Menschen erklären Ihnen, wie Nein, Sie das möchte ich vorher wissen. Können öffnen. Ja, aber ich bin einfach Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Aber Sie können doch gar keine Fragen beantworten. Sie können doch gar keine Fragen beantworten. Sie verstehen doch gar kein Deutsch. Mit was kann ich bei Ihrer Plattform handeln? Ja. Das wollte ich wissen. Und das können Sie mir nicht sagen. Möchten Sie Konto aktivieren oder nein? Sie haben wieder gar nicht verstanden, ne? Welche Sprache ja, sprechen ich bin Sie? Einfach Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Ja, aber Sie können doch meine Fragen gar nicht beantworten. Sie haben noch nicht eine Frage beantwortet. Beantworten Sie doch einfach meine Fragen. Mehr möchte ich doch gar nicht. Und dann will ich eventuell investieren. Aber erstmal möchte ich meine Fragen beantwortet haben. Mhm. Ja, dann beantworten Sie meine Fragen. Welche Frage bitte? Nochmal? Mit was kann ich bei Ihrer Plattform... Ja, mit was kann ich bei Ihrer Plattform handeln? Das war meine erste Frage.
Können Sie diese Frage heute noch beantworten? So, was interessieren Sie bitte ganz genau? Das habe ich Ihnen gerade gefragt. Haben Sie die Frage nicht, oder nein? Haben Sie die Frage gar nicht verstanden? Nee. Nee, ne? Haben Sie nicht verstanden? Haben Sie jemanden, der Deutsch versteht? Ja. Ja, gut, dann verbinden Sie mich bitte mit demjenigen. Bitte? Ja, das ist das Problem. Verbinden Sie mich bitte mit demjenigen, der Deutsch versteht. Ich bin einfach Kontomanagerin. Ja, aber Sie verstehen kein Wort von dem, was ich sage. Das ist... Nein, einfach, ich habe keine Antwort. Ja, genau, weil Sie haben keine Antwort. Ja. Und ich soll bei Ihnen etwas handeln, wenn Sie mir keine Antworten geben. Sie würden sich ja auch kein Auto kaufen. Ja, Sie sind scheinbar etwas dümmlich, oder? Sie verstehen kein Deutsch. Und Sie sind völlig fehl an Ihrem Job. Sie können nicht eine Frage beantworten. Sie können ja nicht mal ein deutsches Alphabet, Sie können ja nicht mal deutsche Buchstaben. Aus welchem Land sind Sie denn? Y, ja. Das ist Problem. Ja, Sie haben es falsch gesagt. Sie können auf... Ja, genau, Sie haben es falsch diktiert. Ja. Genau. Mhm. Genau. Mhm. Und? Sie sind nicht so die hellste Kerze auf der Torte, richtig? Bitte? Ja. Genau. Sie verstehen nicht ein Wort von dem, was ich sage. Herr Freimuth. Ja. Möchten Sie Konto aktivieren? Natürlich, oder nein? Wenn Sie meine Fragen beantworten, richtig. Wollen Sie meine Frage jetzt beantworten? Sekunde bitte. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Mein Name Apparat, Herr Freimuth. Wer ist da bitte? Mein Name ist Martin Neumann, Abteilungsleiter vom Crypto Investmarkt GmbH. Sie haben soeben eine E-Mail an meine Mitarbeiterin geschrieben. Ich bin der Vorgesetzte von dem. Anscheinend sind Sie unzufrieden von seinen Verhandlungen oder der deutschen Sprache. Stimmt das? Ja, sie konnte mir gar keine Fragen beantworten. Okay. Eine kurze Frage bitte. Hätten Sie vielleicht kurz Zeit, mir das Ganze zu schildern, damit ich das alles notieren und dementsprechend passende Feedback an Mitarbeiterin geben kann? Ja, ich hatte Fragen gestellt und am Anfang hat sie ihre Webseite falsch buchstabiert und dann hatte ich Fragen gestellt und sie hat nicht eine Frage beantworten können. Okay, und was war der Frage? Es waren mehrere Fragen. Gut. Ja, wenn Sie Zeit haben oder Wunsch haben, dann stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ja gut, ich hatte Sie zum Beispiel gefragt, mit was ich bei Ihrer Plattform handeln kann. Konnte Sie mir nicht beantworten. Sie können bei uns, auf unserer Plattform, können Sie mit verschiedenen Kryptowährungen handeln. Nur Kryptowährungen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Ja, es gibt Aktien auch natürlich. Also nicht nur Kryptowährungen. Nein, nicht nur Kryptowährungen. Ja, weil Sie sagten gerade Kryptowährungen. Und Aktien sind ja keine Kryptowährungen. Wie sieht es mit Rohstoffen aus? Der Rohstoffe leider nicht. Keine Rohstoffe, okay. Wie sieht es mit Diamanten aus? Nein. Also schauen Sie mal bitte. Sie handeln auf unserer Plattform zwar mit dem, aber mit dem Kryptos, dann können Sie dann weiter mit... Also wir können Sie sogar verbinden mit unseren Händlern, die mit Rohstoffen auch sozusagen handeln. Aber momentan Rohstoffe haben wir auf dem
Plattform leider nicht. Aber das war ein guter Vorschlag. Da würde ich sozusagen darüber nachdenken, dass man das hinzufügt. Ja, und wie sieht es denn, wie gesagt, mit Diamanten aus? Es ist ja momentan der große Fake mit den Fake-Diamanten oder mit den von Indien Indien, glaube ich, und China hergestellten Diamanten, die von echten Diamanten nicht mehr zu unterscheiden sind. Und deswegen bricht der Diamantenmarkt so ein. Und da möchte ich gerne investieren. Haben Sie davon gehört? Einigermaßen schon. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht sozusagen dafür Zeit nicht gefunden, weil ehrlich gesagt, jetzt bin ich darauf konzentriert, im Kryptos bestimmte Profits zu machen, weil das für mich mehr spannend klingt als die Fake-Brillanten oder Rohstoffe. Es sind ja keine Fake-Diamanten, es sind ja echte Diamanten. Ja, Sie müssen mich nicht dauernd unterbrechen. Es sind ja echte Diamanten, die werden künstlich gezüchtet und sind nicht von echten Diamanten zu unterscheiden. Das heißt, der ganze Markt von diesen Blutdiamanten ist komplett eingebrochen. Und da würde ich gerne investieren. Ah, okay. Nee, tut mir leid. Da sind wir ein bisschen weit weg von dem. Ja, also Kryptos. Es geht um Kryptos und wenn Sie dafür... Ja, Aktien wäre noch interessant. Bitte. Aktien an Firmen, die mit Diamanten zum Beispiel handeln. Aktien. Also Aktien von in dem Moment, Sie sehen das, Sie werden das selber auch auf unserer Webseite sehen, aber Aktien direkt nicht. Immer durch unseren Händler. Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie haben doch gerade... Stimmt auch. Ja, was denn nun? Kann ich nun Aktien handeln bei Ihrer Firma oder nicht? Nein, nur Aktien nicht. Ja, aber Krypto, ist denn... Also, hören Sie, das ist... Ja? Bitte. Ja, was denn? Bitte. Ich höre Sie. Gut, Sie sagten, zum Beispiel, sagen wir mal, der Bitcoin. Wie ist denn der aktuelle Bitcoin-Preis in Euro? Wenn ich jetzt gerade sehe, 61.000. Oh, in Euro? Ja. Gut, dann hat sich das, denke ich, schon erledigt, weil Sie wissen gar nichts über den aktuellen Bitcoin-Preis. Der liegt bei knapp über 52.000 Euro und nicht bei 61.000 Euro. Aha, okay. Sie handeln mit Kryptos. Kein Thema. Sie handeln mit Kryptos und wissen gar nichts über Krypto. Keinen aktuellen Preis. Und Sie meinen, das kostet jetzt 250.000? Nein, Sie verstehen auch kein Deutsch, glaube ich. Ich sagte, also, der ehrlich, aktuelle, darf ich bitte mal ausreden? Der aktuelle Preis für Bitcoin liegt bei 52.000, nicht 250.000. 52.000. Oh. Und ein bisschen. Und Sie sagen, er würde liegen bei 61.000 Euro. Das sagt mir, dass Sie keine Ahnung vom Kryptohandel haben und auch keinen Preis wissen. Ja. Und Ihre Firma, wo ist denn der Sitz Ihrer Firma? Unsere Firma, Hauptsitz hat er in London. Unsere in London. Firmen sind weltweit. Und Sie sind ja ein Finanzdienstleister, richtig? Nein, ich bin nicht der Finanzdienstleiter. Doch, Ihre Firma ist ein Finanzdienstleister. Ihre Firma ist ein Finanzdienstleister. Unsere Firma schon. Ja, eben. Und Sie sind ja jetzt momentan der Vertreter Ihrer Firma. Deswegen habe ich gesagt, Sie sind ein Finanzdienstleister. Gut, Sie sitzen in England, sagten Sie, in London oder wo? Genau. Okay, als Finanzdienstleister, wo sind Sie denn bitte da reguliert? Reguliert sind wir auch in Europa, sogar auch in London und in Australien. Ja, und wo bei der, welche Behörde reguliert Sie in England? FCA. Gut, okay. Dann können Sie mir doch sicherlich Ihre FCA-Regulierungsnummer nennen, ja? Das kann ich Ihnen nicht nennen. Können Sie nicht? Und werde ich auch nicht nennen. Okay, dann haben Sie wahrscheinlich... Ja, werde ich auch nicht, wenn ich das sogar konnte.
Ja, genau. Also Sie können es also nicht. Dann haben Sie sicherlich keine Also Lizenz. schauen Sie. Ja, genau. Dann habe ich soeben festgestellt, dass Sie Also. sicherlich ein Betrüger sind. Ehrlich gesagt, Sie irren sich, aber ich Nee, habe so eine offensichtlich Einstellung, dass nicht. Sie das Wie überhaupt. lange gibt es denn Also. Ihre Webseite schon, mit der Sie hier am Markt sind? Also schauen Sie mal, also Ja, schauen Sie mal, wie der beantworten Sie doch solche einfach Fragen, meine was, Fragen. Beantworten Sie doch einfach meine Fragen. das können Sie einfach vergessen. Ja, können Sie einfach vergessen, genau. Sie sind ein Betrüger. Das will also ein Vorgesetzter sein? Das Einzige, was der vorsetzen kann, ist seinem Lieblingsesel das Heu. Wenn er da aber auch so schlecht vorbereitet ist, dann wird der arme Esel verhungern. Scheinbar werden die Betrüger immer dümmer und schlechter. Schauen wir mal, was für Fachidioten wir bis zum Mittwoch noch sammeln können. Bis Mittwoch also, tschüss, sagt euch der Callcenter-Kascher.